Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77, noch Halle 77. Ich bin viel zu spät dran. Ich muss nämlich zu Giuliano mit unserem Touran. Da habe ich schon einiges dran gemacht, neue Reifen, bla bla bla, aber das werdet ihr alles gleich sehen. Es geht nämlich jetzt direkt los Richtung Wermelskirchen, Dabringhausen zu der FTF-Garage. Ich bin nämlich heute einiges spät dran, deswegen fahren wir jetzt direkt los. Ich hatte jetzt auch keine Zeit, die Motorkontrollleuchte zu löschen. Die geht nämlich nach dreimal Starten wieder an. Er sagt mir immer noch Luftmassenmesser und der Pille sagt aber, Marco, glaube ich nicht, der Luftmassenmesser muss in Ordnung sein. Bei mir war es immer die Problematik mit den Katalysatoren. Warum fahren wir jetzt als allererstes zu Giuliano, kann ich euch sagen. Ich bin mit dem Auto natürlich auch schon einiges gefahren mit den alten Reifen. Und ich kann euch sagen, der schiebt so brutal über die Vorderachse, wenn ihr einschlagt, dass er gefühlt überhaupt nicht lenken möchte. Und Pelle sagt, Marco, ich habe da auch alles einfach nur eingebaut und bin damit gefahren und bin gar nicht bei Nassen gefahren. Jetzt haben wir nochmal alle Radlager neu gemacht, da haben wir auch wieder alles erneuert, dann haben wir links das Traggelenk erneuert und somit passt hier wahrscheinlich Spur, Sturz, nichts. Jetzt haben wir vier neue Reifen drauf und jetzt bin ich mal gespannt. Lenkrad steht übrigens auch schief. Die Kurve, immer wenn ich so um die Kurven gefahren bin, weiß ich, hat der über die Achse geschoben. Ich versuche gerade mal so ein bisschen auf Abrollgeräusche zu achten und die klingen aber alle ganz gut. Wir haben drei Radlager neu gemacht, vorne beide, hinten eins. Hinten links ist noch das alte drin. Ich höre Abrollgeräusche, aber ich glaube, ich bin da auch einfach zu pingelig. Ich möchte das natürlich so leise wie möglich haben, das Auto. Weil ein Touran, das habt ihr schon in den ersten Kommentaren geschrieben, ein absolut biederes Auto ist, vermittelt natürlich keinerlei Sportlichkeit, dieses Auto. Umso besser finde ich das Ganze, weil ich mag dieses Understatement und gleichzeitig Power. Ich stelle mir vor, so ein Auto hat einer, du fährst auf die Autobahn, und dann kannst du irgendwo schön rollen lassen, hast ein Sechsganggetriebe, bist sparsam, kannst gleichzeitig noch gut ausscheren, wenn du mal überholen willst und. Und gleichzeitig sage ich euch, der Aha-Effekt. Ich stelle mir gerade vor, da kommt jemand mit seinem, was nehme ich für ein Auto, ist egal, ein Golf GTI, ein Astra OPC, der jetzt nicht gerade gemacht ist und denkt sich, geh mal beiseite da mit deinem Touran. Wenn du dieses Auto jetzt von außen siehst, sieht das ja aus wie ein stinknormaler Touran aus, dass der ein bisschen tiefer gelegt ist. Alle Kontrollleuchten sind derzeit aus, außer gesagt Motorkontrollleuchte. Ich weiß, da müssen wir nochmal nachgucken, dass bei nach ca. 10 Minuten Fahrt die ESP-Lampe wieder angeht. Wenn du dann die Zündung aus, wieder anmachst und wieder losfährst, geht die ESP-Lampe dann aber auch wieder aus. Da habe ich schon gehört, dass es wohl ein Erregerkabel, also das Erregerkabel von der Lichtmaschine, ich glaube es ist ein lilanes, wohl nicht angeschlossen ist und dadurch er das erkennt und sagt, hey, hier stimmt was nicht und deswegen ist da wohl eine Unterspannung, ich weiß es nicht genau. Aber ansonsten funktioniert hier wie gesagt alles. Eine Klimaleitung müssen wir uns noch im Sommer mit drum kümmern, dass wir auch die Klimaanlage haben. Aber für mich ist erstmal das Wichtigste Achsvermessung. Und danach geht es natürlich dann zum TÜV. Ich würde sagen, wir können erstmal richtig drauf drücken, wenn wir die Achsvermessung gemacht haben. Weil viele werden sagen, Mensch, zieh mal durch, will mal wissen, wie das beschleunigt, wie sich das anfühlt. Das machen wir aber alles erst, wenn wir die Achse einigermaßen, oder wenn die Achse vermessen ist, dass sie bei der Witterungsbedienung auch nichts passiert. Das Gute an der Sache ist, der Wagen hat ja schon einen neumodischen Kram, nenne ich es mal, ESP zum Beispiel. Wenn ich jetzt einfach mal einen zweiten Gang Gas gebe, regelt auch wunderschön das ESP. Also all das funktioniert noch. Finde ich weiß nicht warum, aber ich feiere dieses Auto so geil. Ich feiere das so brutal, dass ich immer noch der Meinung bin, bevor ich den VR6 Bus anmelde, nehme ich dieses Fahrzeug. Warum? Weiß nicht. Ich finde es einfach affengeil. Aber ich hatte, wie gesagt, leider finde ich keine Bilder mehr. Selbst ein Divin Blue Touran. Und ich hatte auch mal einen schwarzen 1.9 eine kurze Zeit. Also ich habe zwei Autos mal selbst besessen von denen. Was krass ist, was mir auffällt, normalerweise, ich habe ja gerade gesagt, geht die ESP-Lampe an. Die ist jetzt nach 66 Kilometern nicht angegangen und auch nicht nach 10 Minuten. Woran das jetzt liegt, kann ich euch gerade nicht sagen, weil wir haben nur eine neue Batterie eingebaut. Glaube ich aber nicht, dass das der Fehler war, weil die alte Batterie war jetzt nicht schlecht. Aber die war nicht mehr die beste.
Beste. Aber wir haben neue Reifen drauf gemacht. Und ich habe ja gesagt, der schob so bei so einer Kurve jetzt richtig stark über die Vorderachse. Man hat das richtig rubbeln gemerkt. Ob da vielleicht verschiedene Raddrehzahlen erkannt wurde, weil vielleicht ein Reifen stärker abgenutzt war und das ESP in dem Falle das schon erkannt hat und das als Fehler gemeldet hat. Weil aktuell kann ich sagen, schiebt er nicht so stark. Also man merkt das ja normalerweise, er rutscht dann so über die Vorderachse. Das macht er aber so gut wie gar nicht. Und die Reifen waren aus 2017. Die waren ja jetzt nicht steinalt. Ich frage mich, was wäre cooler? Schaltgetriebe, so wie jetzt? Oder noch mit einem DSG-Getriebe? Ein Touran gab es mit DSG? Doch, ich meine, die gab es schon mit DSG. Ist ja Golf 5 Plattform. Somit müsste es ja auch das DSG, das Direktschaltgetriebe, schon gegeben haben. Ich glaube, DSG wäre ein noch heftigerer Umbau. Wobei viele Leute feiern den Umbau gar nicht, habe ich gesehen, weil der Motor ja einfach nur reingehangen wird. Und das Thema Allrad haben wir uns auch mitbelesen. Da gab es wirklich gute Tipps aus der Community. Zwecks von welchem Tank. Ich habe da was gesehen. Es gab, glaube ich, einen Tipp Skoda Yeti 4x4 oder irgendein Scout, Roomster Scout, war das? Oder Skoda Octavia? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es mehrere Tipps, wo wir uns natürlich auch noch mit beschäftigen. Aber uns geht es jetzt erstmal darum, dass wir das Fahrzeug verkehrssicher bekommen und gleichzeitig auch das Ganze nachher in die Fahrzeugpapiere eingetragen bekommen. So, wir haben jetzt noch gut 10 Kilometer bis zu Giuliano. Und ich finde das immer toll, dass der am Samstag sich für mich die Zeit nimmt und sagt, komm Marco, komm Samstag, da machen wir eben Achsvermessung. Und dann können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht bei Giuliano nochmal Fehlerauslese machen, zwecks der Motorkontrollleuchte. Weil die ist ja noch aktiv. Aber das Auto fährt ganz normal. Von daher gehe ich davon aus, dass es entweder wirklich ein Lambda-Sonnenfehler ist oder der Luftmassmesser einen sporadischen Fehler hat. Weil ich meine, wenn ein Luftmassmesser kaputt ist, würde er nicht so sauber und sparsam laufen. Zum Thema sparsam, Bordcomputer geht auch. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 10 Litern. Genau 10,2 bei 3,5 Grad Außentemperatur mit über die Autobahn so 140 bin ich jetzt so im Schnitt immer gefahren. Und jetzt halt hier seht ihr selber Stadtverkehr. Finde ich 10 Liter auch völlig in Ordnung. Wo? Mittlerweile habe ich ja gehört, verbrauchen Benziner 6 Liter, 5 Liter. Was verbrauchen moderne Autos? Diese Dreizylinder, Ford EcoBoost fällt mir da direkt ein. Da gibt es ja wirklich, aber ich kann mir nicht vorstellen, wir nehmen jetzt so ein Auto hier als Grundlage, ein Touran, also was ist das bei Ford? Ist das, glaube ich, der Connect, Transit Connect? Nee, kleiner gibt es da auch noch irgendwas. Ich glaube, so diese Minivans gibt es ja gar nicht so viele Hersteller. Aber gehen die zum Beispiel, gibt es Benzinerfahrzeuge mit einer ausreichenden Fahrleistung? Hier haben wir jetzt natürlich gut Leistung, also 260 PS in der Serie. Was verbraucht denn so ein ganz normaler neuer Wagen heute? Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Aber unter 5 Liter Benzinverbrauch geht technisch, glaube ich, gar nicht. Also in dieser Größenordnung reden wir natürlich von. Ich glaube, da ist doch ein guter Wert, 7 bis 8 Liter. Ist ein guter Wert, das bedeutet, hier sind wir jetzt gerade mit 10 Liter, doch in einem immer noch sehr, sehr akzeptablen Bereich. Der Giuliano. Wir sind angekommen. Hey, Giuliano. Na, wurde Motorleucht an, oder? Ja, ist wirklich an. Ach so. Was geht? Oh, zu samstags arbeiten. Dass du samstags freiwillig arbeitest, Alter. Ja, das heißt freiwillig, ne? Der Rubel muss rollen, ne? Jetzt gibt es eine dickste Achsvermessung hier. Magst du eigentlich Achsvermessungen? Ich mach die, also die Jungs machen die, ne? Ui, das könnte knapp werden. Warum? Wir müssen hier mit den Greifern rein. Weißt du, ich habe hier die Haken. Das ist eine ganz originale Standard-VW-Felge. Ja, aber das ist manchmal der Reifen, also wenn der Reifen so dick aufbaut. Aber guck dir das an, der ist expertisch. Der fährt echt scheiße. Ja gut. Wenn Spur nicht eingestellt ist, boah, krass, wie du. Du denkst, das Auto ist Schrott. Ja, ja. Auf jeden Fall, jetzt, wo die neuen Reifen drauf sind, ist es deutlich besser geworden. Mhm. Aber es ist immer noch nicht cool. Ja, aber. Und ich konnte noch nicht so die Leistung ausschöpfen. Ja, bei dem Wetter sowieso nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ey, du hast wieder immer schöne Autos hier stehen, ne? Meinst du? Guck mal. Schönes Auto. Das steht ja bei uns immer auch relativ hoch in Gedanken, Corsa A GSI. Ich habe Giuliano auch schon ein Angebot gemacht und ich will ja mal was kugeln. Und er sagt, hau ab, entweder kaufst du die Karre so, aber ich will nichts mehr in Zahlung nehmen. Weil du musst doch mal was zurücknehmen von deinem ganzen Zeug, was du mir immer verkaufst. Das Problem bei dem Auto ist, dass meine Frau dahinter ist. Bei dir? Ja, das habe ich ja nicht oft. Also sie findet das gut. Das ist einer ihrer
Also wir, damals wollte ich, hätte ich mit 18 fast einen gekauft, weil ich das so cool fand. Und jetzt habe ich einen und sagte, ey, muss der weg? Ich sag, ja. Sagt, gibt es da die Möglichkeit, dass wir den behalten? Ich oh, finde ich cool. Dann natürlich behalten. Aber wie gesagt. Aber du hast auch schon wieder Felgen Wechsel dich gemacht, ne? Ja, ich wollte mal sehen, wie das aussieht. Also ich weiß noch nicht, ob mich das abholt. Schwer. Corsa Arne, ein geiles Rad zu finden, habe ich auch schon lange drüber nachgedacht. Schwer. Das wirklich schwer. Das ist es. Ne? Aber ich finde, BBS, RM ist es ja in dem Falle, geht eigentlich fast auf jedem Auto, wenn es denn älter ist. Ja, das stimmt. Ich finde auch, ich weiß nicht gar nicht, wie die heißen, die BBS, diese Mehrspeichen, weißt du, wie ich meine? Also, RC, so ähnlich wie du. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie du auf dem Polo G40 hast. Mhm. Das so. Sind die einteiligen, genau, vom die Golf 2 zum Beispiel. Das könnte auch gut aussehen. Was soll ich als nächstes jetzt zeigen? Du weißt, wie lange nicht mehr hier. Kann ich das alles zeigen? Ich zeige alles. Boah, du hast aber auch ein paar Granaten jetzt hier stehen. Ich habe das Auto immer nur auf Instagram-Stories gesehen und habe gesagt, wie kann man nur? Ich will nicht mehr sagen dazu, wie kann man nur? Das ist nicht foliert, das ist lackiert, ne? Leider. Ja, okay, dann siehst du das leider, höre ich daraus auch. Ja, das Auto ist jetzt die Welche Farbe. Ursprungsfarbe hat der gehabt? Schwarz. Der war schwarz? Ja, hier. Da haben sie es ja nicht gemacht. Tatsächlich, der war original schwarz. Und das ist nicht irgendein Senator, sondern irgendwas Besonderes, glaube ich, ne? Ja, muss man den glauben. Also eine Besonderheit des Autos aus erster Hand, hat original 28.000 Kilometer gelaufen. 28.000 gelaufen? Ja. Das sag ich mal, bei 28.000 Kilometer möchte ich mal da mal reingucken. Ja. Nicht vom Dach beeindrucken lassen, da habe ich eine Rechnung von Opel, der ist mal kaputt gegangen. Okay, aber das Lenkrad sieht sehr gut aus, der Sitz sieht sehr gut aus. Farbkombination ist natürlich jetzt nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Guck mal, Himmel. Ja, aber es ist schlichte Fichte, ne? Ja, klar. Hier Ausstattung hat aber keiner mal beim Senator, weiß ich, da geht viel und hier geht gar nichts. Also nee. Hier ist nichts an Ausstattung. Das Coole ist, ich mache dann hier auch, ich habe den Popelsitz, also das ist erst dann dem älteren Herr, den der hörte, noch erwischt und bei ihm ging es nur um schnell. Er wollte einfach nur schnell sein. Oha. Rein Sechszylinder, 3,6 Liter. Das heißt, der Motor hat auch erst 21.000 gelaufen. Das ganze Auto ist hier 28 gelaufen, so wie er hier steht. Das ist schon ein Brett. Wie fährt das? Bist du das schon mal gefahren? 45% gesperrt in der Achse. Kannst du querfahren. Und der Motor hat ja schon ein bisschen Drehmoment, gehe ich vor. Also ich sag mal jetzt ähnlich, also nicht ganz so stark, nicht falsch verstehen, aber wie der Lotus, weißt du, der Lotus Omega, da merkst du ja, der macht dir auf einmal Meter so, weißt du? Und so dieses Gefühl kriegst du auch. Du machst auf einmal oben so richtig Meter. Ne? Als 12-Ventile habe ich den so auch noch nicht gesehen, den Motor, muss ich auch ehrlich sagen. Also gab es ganz, ganz kurz nur und ich glaube auch, dass es das Auto so, ich nehme mich ein bisschen aus dem Fenster, kein zweites Mal so geben wird. Ja gut, in der Farbkombination glaube ich kein zweites Mal. Das ist zum Glück, dass es nicht das zweite Mal so gibt, aber mit der Laufleistung und dem Motor und so. Wenn ich hier vorne reingucke, weißt du, was mir immer als erstes auffällt? Mhm. Hier hast du Platz für einen Ladeluftkühler, da kannst du dir gar keine Ausmaße machen. Ich höre jetzt die ganzen Hate-Kommentare. Aber ich war gerade auf Toilette und genau dasselbe gedacht. Ich dachte, boah, ich muss da eine Puste drauf machen. Das Mensch, das aber ich, ey, ohne Scheiß, das, ich bin nicht der Opel-Fan, ist das falsche Wort, aber ich bin nicht der Fan von diesen reinen Sechszylinder, sei es 24 Ventiler oder auch die 12 Ventiler. Ich weiß nicht, die Motoren, das ist so, erinnert mich so an so ein LKW irgendwie, der Motor. Ist ja auch, also selbst beim Motor. Aber hier muss ich zugeben, hier würde es mich echt interessieren, wie das fährt und was das auf dem Prüfstand drückt. Aber Farbkombination... Wir haben so schön über das Auto geredet. Lass uns einfach so stehen. Ich finde, also es ist alles lackiert und vom Opel Autohaus. Das ist jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Außer halt die Einstiege. Und ich denke, man sollte eine schnelle Nummer werden. Aber hier die Beplankung, das ist ja alles Irmstand. Die Heckschuhe. Ach, jetzt sehe ich jetzt erstmal, der hat ja auch hier... Ja, der schon ist. Und hinten die Tür auch, die geht ein bisschen weiter auf. Oh, da lese ich doch bestimmt noch ein paar Kommentare, was da geht. Guck mal hier, haben wir einfach einen Roller draufgespackt. Hast du den noch? Ja, aber ich habe auch den originalen. Da war so eine Frittentheke, also sah irgendwie heftig aus mit der Lackierung, aber das kannst du schon ein Ding bringen. Ich glaube, es muss aber zu dem Auto. Tut mir leid, wie es sagt, Giuliano, weil das sieht natürlich jetzt noch schlimmer aus, da irgendwelche Löcher. Also drücken wir es mal richtig durch dort. Wenn du da reinscheißt, dann auch richtig. Das ist richtig. Da muss auch dann dicker Spoiler drauf, weil du kannst das Ding jetzt nicht mehr dezenter machen. Dann kannst du noch mal wieder schwarz machen, ne? Das geht eigentlich auch schnell. Ich glaube, in schwarz sehe ich den nicht. Ja, der hat Auftritt so, ne? Gar kein also Problem. Problem ist, ich bin ja so ein Typ, der immer auf so Sleeper-Style steht. Ja. Bei dem Auto den Rembrandt Silber machen oder so, wäre jetzt nicht so der Knaller. Aber dem will ich so ein schönes, verschissenes Braun geben. Oh, weißt du?
Oder du ziehst das Ding jetzt durch, was hier gemacht wurde, und machst den dicken Spoiler drauf, machst mal richtig Folierung, also ziehst mal, musst dich natürlich an den Grundfarben mit sie halten und machst mal richtig mit Sponsoren und volle Kanone. Also so all in. Problem ist, passt meiner Meinung nach nicht zu der braunen Innenausstattung. Weil die Innenausstattung sieht ja aus wie von... Ja, ist in Opa. Der Opa ist doch untertrieben. Aber wie gesagt, das Auto ist halt die Historie. Wenn du das machst, glaube ich, wirst du geschlachtet. Ja, aber das Problem ist, ein Klatsch hast du dir ja eh schon verdient mit der Lackierung, muss man ja sagen. Ist ja. 27. Ich sag dir, wäre das in Original schwarz, wird das jetzt hier stehen, würden sie dir den aus die Hände reißen. Das glaube ich auch. Auch für teuer Geld, weil mit der Laufleistung in dem Zustand, der scheint kein Rost zu haben, nichts. Nein. Sieht der top aus. Aber Lackierung, tja, Geld in die Hand nehmen, wieder schwarz machen. Zum Glück nur von außen, so wie es aussah. Bock auf Sleeper, hast du gesagt? Ich weiß, ich habe es gesehen und ich habe es noch nicht live gesehen. Ich habe Giuliano, also das, was ich jetzt sehe, seht ihr, also ihr, wo ihr das seht, sehe ich das auch zum ersten Mal, dieses Auto. Ich weiß, Giuliano hat sich das gekauft und es ist ein City, ist schon geil. Das Problem ist, es bedeutet immer schlecht reden, wenn ich jetzt was sage, was mir persönlich nicht gefällt. Nee, warum? Zum Beispiel, was mir an dem Auto nicht zu 100% gefällt, sind die gezogenen Radläufe. Ja. Wären die Radläufe Serie, würde es dir besser oder schlechter gefallen? Mir würde es auch besser gefallen. Okay, also sind wir uns ja einig, ja. Und dann heißt das, ich rede hier keine Autos schlecht. Nein. Farbe gigantisch. Felgen gigantisch. Ist aber auch rundherum 8x15, sehe ich. Und deshalb mussten hier natürlich die Radläufe ein wenig ausgestellt werden. Porsche-Bremse? Wie Porsche-Bremse? Ja, Porsche-Bremse. Richtig groß. Boah, krass, das sind alles Sachen, die man gar nicht sieht. Ja, hinten Scheibe vom Ford, 246. Tatsächlich. Aber auch Lackzustand. Granate lackiert, ne? Also sehr, sehr sauber lackiert. Aber VW-Farbton wohl, ne? VW-Farbton? Sollen VW-Farbton sein. Ich hätte jetzt schwören können, das ist ein Original Opel-Farbton. Ich sehe natürlich zwei Sitzer. Da passe ich eh nicht rein. Ich glaube, da passe ich nicht rein. Aber ich bin ja auch nicht viel dünner wie du. Hinten schön ausgebaut, so mit Leder und auch abgesetzt und schöne Kanten, wo die Gurte durchgehen. Armaturenbrett, typisch C-Kadett. Lambda-Kontrolle, Öltemperatur. Da sehe ich eine Luftfilteransaugung. Brauche ich nicht auf doof tun, ich weiß ja, was drin ist. Jetzt sagen alle, oh nein, hat einer ein XE eingebaut. Steht hier DOAC 16V. Oh, ein Schubumluftventil. Oh, hier fehlt nicht der Fächerkrümmer, hier fehlt nämlich der Abgasturbolader. Aber jetzt mal eine doofe Frage, ne? Wo geht der Auspuff durch? Tja, das ist das Problem, warum wir ihn ausgebaut haben. Weil er hier in die Lenkung kommt. Boah. Das ist jetzt eine richtig schwierige Nummer. Entweder gehst du auf unter 60 oder 60 höchstens. Aber ich glaube, ich würde das so machen, dass ich einfach auf 60 gehe. Oder du baust halt High-End mit irgendwie von hier, ne? Aber es geht ja auch nicht so einfach. Ihr seht jetzt die Problematik bei dem zum Beispiel XE-Motor oder LET in dem Falle. Ihr müsst hier irgendwo mit der Auspuffanlage durch. Wieder so besser. Da sind ja die Lenkstange. Das ist ja alles im Weg, auch ne? Kupplungszug, alles. Ne? Und das, diese Projektaufgabe hast du dir vorgenommen? Das Auto ist der Grund, warum der Senator jetzt geht. Der Corsa müsste bleiben, das wäre jetzt auch dafür gegangen. Aber damit würde ich gerne nächstes Jahr auch fahren. Willst du andere Sitze wahrscheinlich reinmachen? Ja, oder ich nehme 120 Kilo ab. Aber das ist so, du hast mich in jedem deiner Videos gedisst, dass ich mit dir Sport machen soll. Seitdem ich schwimmen gehe zweimal die Woche, sehe ich dich nicht mehr schwimmen gehen. Ja, weil ich habe meine Knie kaputt. Irgendwie. Also ja, aber schwimmen ist so gut. Ah, das tut richtig weh, glaub mir. Jetzt die Woche wieder angefangen habe ich und es tut richtig irgendwie noch. Also irgendwas stimmt da nicht. Natürlich war ich nicht beim Arzt. Und was stimmt bei uns nicht? Das ist die Kugel, die oben drüber sitzt. Ja. Und unser Fressgedanke nur zu essen. Das stimmt bei uns nicht. Ich habe dir Frühstück geholt. Ich wollte gerade fragen, ich habe immer. So, ich würde sagen, Ascona brauchen wir ja nicht vorstellen. Haben wir ja letztens ein Video drüber gemacht. Kennt man. Und dann hast du hier natürlich einige Kundenautos. Opel GT sehe ich da oben auf der Brüste, auf der Bühne. Da ist was Abgedecktes. Na, den kennst du. Nein, das Auto habe ich schon mal gesehen. Ich weiß, welches Auto das ist. Na, Leute, erratet ihr, was das ist? Habt ihr bei uns auf jeden Fall schon gesehen. Das Auto kommt auch von uns. Was ist hier? Kadett E Turbo, aber auch richtig wild gemacht. Und so. Was hast du denn damit vorgehabt? Für mich, aber jetzt kam der City als Turbo und den finde ich gut. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir einen großen Wunsch hätte ich wirklich. Ja, den goldenen. Dass du den goldenen von mir aus wieder einen Serienmotor reinmachst und der fährt. Ja. Das ist alles eingetragen und der Wagen ist gefahren. Das wäre echt ein geiles Ding, wo wir nächstes Jahr mal dann zusammenfahren können. Ja, das habe ich mir vor. Also ich will den auch nicht so wild haben. Ich möchte den Serienmotor ganz einfach und den einfach fahren. So, Julian, wer macht eigentlich Achsenmessung? Du? Nee. Aber du könntest das, du bist doch Meister. Der Vinny muss wieder ran. Vinny, falls du den reinfahren möchtest, Schlüssel steckt. Ja. Wenn du in Ruhe machst, mach dir kein Fertig. Wir haben Zeit, ich kümmere mich jetzt erstmal ums Frühstück. Giuliano hat ja ungesunde Sachen zum Frühstück gekauft, ne? Das ist alles ungesund.
Nein. Was sagst du nicht zum Touran? Hammer. Und ich weiß ja, wie der Pelle baut. Und er kann das ja auch. Und das hat er schon gut gemacht. Ja. Geht das oder meinst du ähnlich? Ich muss euch doch nicht enttäuschen mit den Felgen. Da habe ich mir schon. Guck mal, ob das geht. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir. Ja, das sind die gleichen Felgen wie hier auf dem. Auf dem Golf fahren letztes Mal. Ich glaub, ja. Krass, was machen denn? Die Krallen gehen nicht in die Felge rein? Ja, das ist, dass die Felge hat so eine Kante, die kommt so raus. Und da, wir haben ja nur so Klammern, die so um die Felge gehen. Und du kommst halt nicht drauf, weil die so kurz sind. Okay, krass. Vielleicht einfach mal erstmal drauf. Wollt ihr drauf fahren? Könnt ihr da auf der Bühne auch Reifen wechseln? Ja. Fahr mal einfach drauf, wir gucken mal, was wir hören. Ich muss mal so lachen. Wenn ihr zum Beispiel, gucken wir uns mal an, wie der Touran jetzt hier gleich reinfährt. Das sieht ja dann eigentlich aus wie, das Sleeper-Ding ist auch wirklich geil. Also ich, keine Ahnung warum, aber ich bin ein übelster Fan von diesen Sleepern. Und auch lautmäßig, lautstärkemäßig. Das klingt jetzt wie ein ganz normaler Touran. Und sieht auch aus wie ein ganz normaler Touran. So, das Problem, warum das mit den Felgen nicht geht, dieses Teil hier hakt ihr ein an der Felge. Und in dem Falle seht ihr, ist der Reifen sehr wulstig. Da sieht man es wunderschön, dass das dann nicht einhakt. Und deshalb muss der Giuliano jetzt hier in sein Reifenlager rumwühlen. Irgendwo gucken, dass wir ein paar 5x112 Felgen finden in mindestens 17 Zoll, weil sonst kriegen wir die nicht über die Bremse. Könnt ihr euch für diese Messerlage, gibt es dafür längere Zapfen? Also es gibt wahrscheinlich ein System, da bin ich gerade dran, aber da ranzukommen ist nicht so einfach gerade. Also jetzt zum Beispiel gezeigt, das ist ein Achsmessstand von Bosch, ne? Ja, genau. Da sieht man nochmal die Teile. Wer der dafür vielleicht die längeren Klammern hat, kann sich gerne bei Giuliano melden. Dann wäre er bestimmt sehr, sehr dankbar drum, dass er die ein oder andere Felgensatzumbau, wie wir jetzt machen müssen, sparen können. So, Vini, jetzt hast du umgebaut. Was haben wir jetzt? 19 Zoll? Genau. Boah, guck mal, sieht ja richtig böse aus. Aber jetzt Spaß beiseite, sieht gar nicht zu groß aus für das Auto, ne? Schwarz macht die Felge natürlich kleiner. Ich bin jetzt kein Schwarzfelgentyp. Aber so könnte man ja schon erahnen, dass da ein bisschen mehr Dunst anliegt, ne? Was sagst du, gefällt dir das mit den Rädern? Ich finde schwarze Räder nicht so schön, aber ich auch nicht. Die Größe ist schon ganz gut. Ja, muss ich echt sagen. Also es sieht nicht mal zu groß aus. Ich hätte jetzt gerade das 19 Zoll für das Auto deutlich zu groß ist. Aber geht klar. Das ist Hinterachse jetzt, ne? Genau. Oh, ja. Das ist Spur, ne? Genau. Das ist Sturz. Ich hoffe, das kriegt man eingestellt, weil ich weiß nämlich, dass das ziemlich gammelig an den Achsteilen ist. Das müsste die Spurkorrektur hier sein, ne? Also sieht aber noch. Hier sind zwar weiße Striche drauf, aber ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Sturz, die sahen sehr gammelig aus. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt dran gehen sollte. Wir gucken einfach mal. Guck mal, was du machen kannst. Jetzt sieht man da schön Originalauspuff drunter. Finde ich persönlich viel, viel besser als die zwei Auspuffrohre, die man dann sichtbar gesehen hat. So gefällt es mir persönlich besser. Der Vini versucht jetzt mal die ganzen Stur- und Sturzkorrekturen da hinten alles einzusprühen und das Ganze gangbar zu machen. Bin mal gespannt, ob wir die Werte reinkriegen. Linke Seite ist der Sturz halt einfach sehr stark. Wir dürfen haben 1,20 plus minus 30 und haben da aber 2,10. Und Spur ist links ein wenig raus. Da bin ich gespannt, ob das gleich funktioniert. Und was ich mir noch besorgen muss, sehe ich gerade eine Unterverkleidung, die Motorpappe von unten. Weißt du, was ich mache? Ich stelle die Kamera einfach hier hin. Sieht man auch hier, dass was gemacht wird. Was mir hier auffällt, ist vorne links der Sturz ist raus. Spur ist rechts extrem raus. Das ist der, wie heißt es, Nachlauf? Ja, Nachlauf. Aber du kannst ja am Sturz eh nichts einstellen, dem Ding, ne? Ich glaube, dass der Sturz. Ich weiß nicht, ob der einstellbar ist. Ich glaube nicht. Nee, weil der hat ja diese Stange und dann oben hat er ganz normal. Wir haben auf der Seite das Traggelenk neu gemacht, aber auf der linken. Das kann damit eigentlich nicht zusammenhängen. Hier ist er so noch im guten Bereich, da ist er leider raus. Ich meine, das ist jetzt nicht so dramatisch. Genau. Das ist halt nicht cool, aber. Dann nutze ich den Reifen halt ein bisschen stärker ab. Aber bei meinem Väter zum Beispiel die Achsermessung, krass. Da konnten wir alles einstellen. Ja, viel. Nee, Sturz nicht. Nee, okay. Aber den Sturz konntest du beim Phaeton nicht einstellen. Da gibt es extra Versatzschrauben für oder Spureinstellschrauben. Aber seitdem wir die Spur eingestellt haben, frisst er keine Reifen mehr. Weil du kannst ja aufgrund eines zu negativen Sturzes eine andere Spur einstellen und damit weniger Verschleiß machen. Also, dass das weniger Verschleiß hat. Ah, vorne, aber vorne Spurstange ist gangbar, sehe ich, ne? Ja. Oh, war ganz schön raus, ne? Ja, muss schon ein Stück drehen. Ah, jetzt kommen die ersten grünen Zahlen hier. Ja. So, auf der rechten Seite haben wir alles safe. Ja, aber wie gesagt, das zu dem, ist es.
Das ist nicht dramatisch, sehe ich auch so. Das ist okay. Und da ist es wirklich nur ein Klecks daneben. Das ist gar nichts auch. Das ist wirklich gar nichts. Aber das dreht der Spannend, wie der fährt. Sturz lassen wir mal außen vor, jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja, der Vini wird gleich eine Probefahrt machen, ob das Ganze jetzt gerade ausfährt, das Teil. Und wenn jetzt noch Probleme sind, muss ich halt hinten, muss ich halt gucken, dass ich die Schraube bekomme, dass wir die Hinterachse, die Spur einstellen, weil das Rad steht im Nachlauf, wenn ich mich alles täuscht. Und Vini, wie fährt so ein Tourer? Fährt gut, muss ich sagen. Fahrleistungstechnisch oder achstechnisch? Beides. Also achstechnisch, ich würde vielleicht noch mal einstellen, nachdem man die Schraube neu gemacht hat. Aber man kann erstmal so fahren, er hat kein Rubbeln mehr oder sonstiges. Nee, das Lenkrad steht auch gerade. Sehr gut. Nicht. Und jetzt gucken wir nochmal eben Motorkontrollleuchte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, das Ding habe ich auch schon mal irgendwo angeboten bekommen. Ich nenne jetzt hier auf jeden Fall keinen Namen. Warum? Kann sein, das ist ein Top Gun. Was, Top Gun? Top Gun. Ventil für Abgasklappe, Lambda-Sonde, Heizstrom unterbrochen, Bank 1, Sonde 2, Tankentlüftung. Spannungsversorgung, Klemme 30 zu klein. Ah, könnte auch sein wegen leerer Batterie, ne? Lösch mal, vielleicht ist auch alles dann weg. Was nee, haben Junge, wir Schubumlaufventil. Das ist alles wegen Batterie. Batterie. Ja. Krass, da habe ich gleich den ersten Moment für mich, wo ich so ein Auto ohne Motorkontrollleuchte oder Fehler fahre. Die bleibt an. Das Luftmassenmesser ist drin. Luftmassenmesser war noch drin? Ja, der geht nicht raus. Muss ich ja doch einmal stellen. Ah, siehst du, jetzt ist sie noch aus. Er braucht 50 Kilometer, muss ja so ein Zyklus. Nee, dreimal starten, dann ist er auch wieder an. Luftmassenmesser, Ventil für Abgasklappe, Unterbrechung. Hat er überhaupt diese Abgasklappe drin? Muss alles über Rücksprache mit Pelle halten. Also diese Abgasklappe, die haben wir auch schon mal gemacht beim 1-4er. So. Das ist ein ganz blödes Ding. Der hat so wie eine Klappe wirklich im Abgassystem und dann gammelt das fest. Und dann, aber da steht Unterbrechung. Das heißt, die sollte eigentlich nicht angeschlossen sein. So, und das Problem ist jetzt, wo ich mit dem Touran hier bin, ist auch gerade wieder was passiert, ne? Ich mach dir schön voll, das Ding. Ja. Wenn du bei Giuliano bist. Ich habe nach Winterreifen gefragt. 15 Zoll Stahl für unseren Ascona C. Hat er da, müssen wir jetzt gleich vom Corsa abschrauben. Da soll noch mal einer sagen, dass ich kein Geschäftsmann-Denken habe. Axel haben jetzt so auf den Samstag, hat er jetzt gesagt, komm, geht aufs Haus. Haben Trinkel am Vini natürlich überlassen. Und jetzt guckt mal hier, passend zum Touran, schwarze Scheiben. Einmal noch eine Lederausstattung mitgenommen, plus noch mal Stahlfelgen auf Sommerreifen. Für unser Ascona aber Winterreifen holen. Mehr geht nicht hier. Giuliano, wir sehen uns ja eh gleich, ne? Und sowieso. Zum Essen. Bis gleich. So, wir gehen jetzt auf den Rückweg, gucken, wie der Bomber jetzt läuft, voll beladen. So, den ganzen Tag bei Giuliano verbracht. Es wird langsam wieder dunkel. Und ich habe mich sehr früh gefreut. Dreimal starten, schon ist die Motorkontrollleuchte wieder an. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das gleich fährt. Ich muss zugeben, ich habe das Auto wirklich noch nicht richtig amtlich bewegt. Also ich bin das wirklich nur immer so smooth gefahren und ich bin mal gespannt, wie das gleich durchzieht. Natürlich haben wir jetzt eine schlechte Witterung, das heißt nasser Boden. Wir sind noch mitten in der Stadt und ich hole euch gleich dabei, wenn wir auf die Autobahn auffahren. Ich glaube, Autobahnauffahrt, freie Fahrt, da können wir mal gucken, was da so geht. Ich lasse jetzt bewusst auch den dritten Gang drin. Ich lege gar nicht erst den zweiten ein. Und dann gehen wir mal, müssen wir hier mal drauf. Geht. Das ist schon schnell. Also ich sag euch, das fühlt sich schon sehr, sehr schnell an. Schon, du hast schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch in den Lenkkräften mitarbeitet. Also normalerweise ist der S3-Motor ja ein Allradmotor. Und hier merkst du natürlich eindeutig, dass das jetzt nur auf die Vorderräder gelenkt wird und somit die Antriebskräfte an der Vorderachse schon zerren und dass dann so ein leichtes, ich sag mal, in der Lenkung arbeiten merkt. Ich werde jetzt einfach mal im vierten Gang bei 100 Gas geben. Das schiebt wirklich böse an. Und vielleicht, was ein wichtiges Thema ist, was hier vielleicht in dem Fall ja auch interessiert ist, was braucht so ein Auto jetzt? Wir haben jetzt auf den Rückweg ein bisschen mehr krachen lassen, also ich in dem Fall, so wie die Wetterlage es gerade hergab, bin ich jetzt bei einem Durchschnittsverbrauch von 10,4 Liter. Das heißt, ich glaube, wenn man dem Auto ordentlich stehen lässt und ein bisschen, also auch mal wirklich zieht, mehr als 11 Liter, glaube ich, wird das nicht verbrauchen. Was ich wiederum sehr, sehr gut finde. Wir haben hier einen Siebensitzer. Und ihr
sieht, was da alles reingeht. Wir haben hier eine ganze Sitzausstattung drin, plus einen ganzen Radsatz. Der geht hier ins Auto. Also ihr habt hier meiner Meinung nach ein sehr komfortables Auto mit einer guten Ausstattung, plus viel Platzangebot, sportlich, ja, und sparsam. Mehr geht ja noch wohl nicht. Also warum ist ein Touran dann ein nicht beliebtes Auto? Wenn es zum Beispiel, wenn man mich fragt, ich hätte die Wahl zwischen einem Golf 5 GTI oder einen Touran, nennen wir ihn GTI, würde immer den Touran nehmen. Also ich persönlich. Es ist ja auch ganz viele Leute, da kann ich Sven zum Beispiel einschließen, die wollen keinen Viertürer. Es muss bei einem Fahrzeug immer ein zweitüriger Golf, ein zweitüriger Polo sein. Seht ihr das auch so, dass Türen eine Sportlichkeit nimmt, wenn ein Auto ein Viertürer ist, dass das nicht so sportlich aussieht wie ein Zweitürer? Kann ich nicht verstehen, weil mich hat das früher schon immer genervt, wenn ich Leute mitgenommen habe und ich musste den Sitz zum Beispiel nach vorne klappen. Finde ich einen Viertürer doch viel praktischer. Und beim Kombi, das Thema hatten wir ja auch schon mal, früher waren ja Oldtimer, ein Kadett oder ein Rekord-Kombi, zweitürig als Kombi. Ich fand das unpraktisch. Das war eher so ein Lieferwagen, wo du lange Rohre, Bretter oder weiß der Teufel was reinlegst. Aber praktisch ist es immer ein Fünftürer. Deshalb, für mich ist das hier das perfekte Auto. Vielleicht noch ein Allradantrieb. Ich sage, da muss ich ganz ehrlich sagen, das könnte gerade bei so Witterungsverhältnissen dieses Fahrzeug gut gebrauchen. Dann würde er sich wahrscheinlich noch geiler durch die Kurven ziehen. So, jetzt aber wirklich ab, Sachen ausladen und ich würde sagen, nächstes Tipp ist für euch ja mal ganz interessant. Wir schauen mal, was bringt der auf den Prüfstand. Ein paar Tage später im Video, hat jetzt wirklich ein paar Tage gedauert. Wir sind natürlich weiter an unserem Touran. Als erstes, seht ihr, Service jetzt. Aber guck mal, Motorkontrollleuchte ist aus, bleibt aus und das ist auch gut so. Aber um diese Motorkontrollleuchte auszubekommen, war einiges dran zu tun. Wir hatten gedacht, dass wirklich nur der Luftmassenmesser kaputt war. Aber das war nicht so. Aber was da kaputt war, mussten wir euch gleich die Jungs erzählen. Die warten nämlich schon auf dem Prüfstand auf mich. Dass wir dieses Video natürlich abschließen mit dem anschließenden Prüfstandslauf, was dieser Touran hier auf die Rolle bringt. So, ich weiß erstmal, ich sehe gerade die ESP-Lampe blinkt. Das heißt, ich muss ESP ausmachen. So, dann funktioniert das Ganze hier auch. So, beide Jungs sind da. Ja. Könnt ihr jetzt mal erzählen, was denn eigentlich das Problem war? Weil wir haben ja gesehen, Luftmassenmesser haben wir erneuert und die Motorlampe war nach dem dreimaligen Starten wieder aktiv. Könnt ihr jetzt kurz erzählen, was ihr für einen Fehler gefunden habt, dass die Motorlampe sich nicht löschen ließ? Wir haben nur 10 Volt am Luftmassenmesser gehabt, statt 12 Volt bei der Versorgung. Ja. Das ist ein sehr komischer Wert, weil entweder hast du 0 oder 12 oder voll ja, Gas. Ja, klar. So, du hast irgendwo eine Spannungsverschleppung drin. Und das heißt, du musst die komplette Versorgung absuchen, das heißt den kompletten Kabelbaum, der sich dann hinten durch den Touran geht, dann da rein in den Innenraum zum Motorsteuergerät, das da hinten sitzt und da unten zur Versorgung. Und das haben wir alles aufspleißen müssen. Natürlich, dadurch, dass der Motor da ja eigentlich nicht reingehört, ist da natürlich drei Kabelbäume verheiratet worden. Und das ist natürlich dann, das nachzuvollziehen, wo was hingeht, weil die Kabelfarben alle nicht mehr passen, ist ein immenser Aufwand. Im Endeffekt haben wir jetzt rausgefunden, dass der Touran einmal einen Redkontakt auf dem Bremsschalter, also auf dem Hauptbremszylinder hat und einmal auf dem Kupplungsgeber. Der auf dem, von der Bremse hat funktioniert, weil richtig verdrahtet, der von der Kupplung nicht. Dieses Bauteil hat irgendwo, weil falsch verdrahtet oder verkabelt, 10 Volt dann irgendwie da an den Luftmassenmesser gegeben. Ja. Wofür ist dieser Kupplungsschalter da? Was macht der eigentlich? Wisst ihr das? Beim neueren Modell, glaube ich, war ABS, ESP. Wenn du bremst und Kupplung drehst, dass das Schubabschaltung und natürlich, dass das ESP und das ABS auch nicht arbeiten können. Das könnte natürlich auch der Fehler gewesen sein, wo die ESP-Lampe ab und zu zwischendurch mal angegangen ist. Nachdem wir die neue Batterie eingebaut haben, ging die ESP-Lampe aber nicht mehr an. Naja, auf jeden Fall, der Fehler ist jetzt behoben. So, ich würde sagen, ich gucke mir einmal einen Lauf von innen an, wie das Ganze aussieht. Motor ist auch mittlerweile warm gelaufen. Wir fahren den trotz alledem nochmal warm.
Und dann zeige ich euch noch einen Lauf von außen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr unspektakulär hier, ne, von außen. Was soll so ein Touran auch schon machen mit Sirenauspuff? So, wir gehen jetzt hier mal auf Warm-up, Start. Und jetzt haben wir den Motor erstmal ein bisschen auf Betriebstemperatur. Ich weiß, dass jetzt viele Leute sich stören werden an das Geräusch. Ungelenkig bin ich auch noch. Oh, Handbremse. Wie piept denn da die Kiste denn? So, jetzt haben wir aber auch wirklich Ruhe hier. Hat sie auch deutlich Motoröltemperatur hier im Bordcomputer? 80 Kilometer Reichweite haben wir noch. 2 Kilometer sind wir gefahren. 8 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Ne, in der Öltemperatur können wir uns hier leider nicht anzeigen. Durchschnittsverbrauch haben wir jetzt von 8,5 Liter. Geht auch mal schnell auf 22 hoch. Aber was ich geil finde, das Teil spricht halt vom Ansprechverhalten her. Guck mal, ich gebe jetzt mal einfach mal einen Gasstoß. Also der bäumt sich schon ordentlich auf, der Kollege hier. Was vielleicht mal ganz interessant ist, das lasse ich jetzt mal einfach so. Ich lasse mal den Durchschnittsverbrauch. Wollen wir uns mal angucken, was er so bei Vollgas auch für einen Durchschnittsverbrauch macht. Dritter Gang. Wir quälen ihn jetzt richtig aus dem Drehzahlkeller und wollen mal gucken, wann der losmarschiert. Fünfter Gang ist drin bei 1200 Umdrehungen Vollgas. Dann guck mal, wie der hochmarschiert. Das ist krass. Was ich jetzt schon sehe, ist so ein bisschen unruhiger Lauf. Aber ich glaube, das ist der Geschichte. Jetzt ist der Luftmassenmesserwert drin. Vielleicht muss er jetzt erst so eine Lernkurve fahren. Aber das sieht so ein bisschen unruhig aus, sag ich mal einfach. Bin mal gespannt, wie jetzt die Leistungskurve dazu aussieht. Ja, die Welle ist so ein bisschen unruhig. Wir haben jetzt hier, das ist schon Wahnsinn, das Diagramm, 477 Newtonmeter. Und hinten oben sehen wir so leichte Wellen und haben da knapp 300 PS, 293 PS. Auf EWG korrigiert. Wahnsinn. Für den Touran, starkes Brett. Und guck mal hier, wir haben hier auch bei 5000 Umdrehungen schon immer noch 390 Newtonmeter und 283 PS. Also ich glaube, für so einen Pampers Bomber kann sich das sehen lassen. Und ich weiß zum Beispiel, das hatten wir nämlich vorher getestet, die Auspuffanlage, die wir jetzt verbaut haben, die andere von dem, die vorher drunter war, vom Scirocco, hat nichts gebracht und jetzt die neue auch nichts genommen oder geschweige denn. Das hat sich einfach nichts verändert. Aber ich zeige euch jetzt das Ganze nochmal von außen, wie sich das Ganze von außen anhört. Wie hört sich das denn von außen an? Geil. Geil, hör ich den. Aber man denkt im Touran nicht, da stimmt was nicht, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, der kleine Auspuff, ich muss euch den hier mal zeigen, weil wir sprechen hier, wie gesagt, über einen Serienauspuff eines Touran TDIs. Der sieht halt einfach so aus. Aber ich glaube, man merkt, dass da ein bisschen mehr Dunst da liegt. Im zweiten Lauf habe ich gesehen, sind wir jetzt bei 298 PS und 400 und knapp 60 Newtonmeter. Sehr sauber. Ich glaube auch, die Drosselklappe, das, was ihr jetzt sagt, lernt sich gerade ein, weil jetzt hat er das gerade nicht gemacht. Ich würde sagen, das Projekt ist jetzt erstmal durch. Nächste Baustelle bei dem Auto ist, würde ich sagen, TÜV. Ne? Dann bin ich mal gespannt. Und wenn er TÜV hat, dann geht er natürlich definitiv in die Anmeldung. Weil ich ja sage euch, mir macht dieses Auto unfassbar viel Spaß. Eine Anhängerkupplung fehlt ihm vielleicht noch. Wir haben jetzt hier quasi unseren, nennen wir ihn Touran GTI. So, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da geht es mit Sicherheit nicht um einen Touran, sondern vielleicht um irgendein anderes Fahrzeug. Bis dahin, ciao.